Ich denke, ein Schulmusiker ist so die Schnittstelle zwischen Schule und dem späteren Leben, wo ich mich partizipiere an der Kultur. Also ich bin ein Musikvermittler. Schulmusik 2 studiert man bei uns als Master, das heißt nach einem allgemeinen musikalischen Bachelor. Dauert 3 Jahre und findet hauptsächlich an der Musikhochschule Luzern statt. Daneben gibt es aber auch eine erziehungswissenschaftliche Ausbildung, die findet dann in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule statt. Erziehungswissenschaftlich heißt Allgemeindidaktik und Psychologie. Also ein ganz zentraler Ausbildungsaspekt sind natürlich die fachdidaktischen Module. Es geht darum, wie ich mit der Stimme arbeiten kann, in einem sehr vielfältigen Sinn. Es geht darum, wie ich Instrumente im Unterricht integrieren kann. Es geht darum, wie ich bewusst Musik hören kann, wie ich Musik im Kontext verstehen kann, also musikalische Gattungen, Formen. Es geht aber auch darum, wie ich mich zur Musik bewegen kann. Also nebst der fachdidaktischen Ausbildung ist natürlich der künstlerische Bereich ganz zentral. Es gibt Fächer wie Improvisation, Perkussion, Projekte, wo ich mitwirke als Sänger, als Instrumentalist. Es gibt das sogenannte schulpraktische Klavierspiel, wo ich so Klavier spielen lerne, dass es wirklich dann im Unterricht einsetzbar ist. Die ganzen Inhalte, die werden dann auch erprobt in der Praxis. Das ist ein weiteres Standbein. Wir haben auch sehr gute Kooperationsschulen, wo dann unsere Studierende rausgehen zu bewährten Fachlehrpersonen und dort ihr Handwerk des Unterrichtens eigentlich erlernen. Luzern ist natürlich insofern ein interessanter Studienort für Schulmusik, weil die Hochschule in einem neuen Gebäude im Südpol Luzern platziert ist. Das ist eine tolle Architektur und hier treffen sich verschiedene Leute. Die kommen aus dem Bereich Jazz, aus dem Bereich Klassik, aus dem Bereich Volksmusik. Das ist ein sehr inspirativer Mix, der da entsteht. Unser Studium ist sicherlich sehr interessant, weil es so breit angelegt ist, weil es in den künstlerischen Bereich geht, weil es aber auch theoretisch fundiert ist. Es geht ins Arrangieren, es geht ins Kreieren und so weiter. Und entsprechend interessant finde ich persönlich auch das spätere Tätigkeitsfeld.